Ja, hallo, hier ist wieder Klaus. Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weg jetzt auch live. Wir haben heute den 2.10. Dienstag und wir haben jetzt gleich 10 vor 3. Ich habe ja heute. Ja, ich begrüße Sie auf dem Kanal Robin du bei Seda und ich lasse Sie hier teilhaben an meinem Videoexperiment, das darin besteht, dass ich als Älterer ja, jetzt in YouTube gehe und mich in Sachen Film und Video versuche weiterzuentwickeln. Bessere Videos zu machen. Meine Methode ist spontan, impulsiv, improvisativ, dokumentarisch natürlich und authentisch möchte ich scheinen. Also hier wird nicht abgelesen vom Blatt, hier wird nicht ich habe keinen Teleprompter und so weiter. Also versuche einfach nur tja, die Realität abzubilden. Ich sehe mich nicht darin, verantwortlich einen Unterhaltungsauftrag auszuführen. Ich habe auch keinen Lernauftrag auszuführen. Also das ist kein Lernvideo und das ist auch kein Unterhaltungsvideo. Ich weiß nicht, warum Sie eingeschaltet haben, aus Langeweile oder aus Überdruss oder aus Neugier. Was erwartet Sie hier? Ja, warum haben Sie eigentlich eingeschaltet? Warum? Das ist doch die Frage. Warum haben Sie eingeschaltet? War das Layout des Bildes so faszinierend oder warum? Was erwarten Sie von diesem Sender, von diesem Kanal? Also wie schon gesagt, Unterhaltung läuft nicht und Lernen läuft auch nicht. Ich habe keine Lust hier den Experten zu inszenieren und hier eine Show abzureißen, um ihnen die Illusion zu geben, sie würden etwas lernen. Das machen wir nicht. Ich habe keine Zeit für Fantasieprodukte. Meine Zeit ist kurz. Ich bin ein Älterer. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Die Zeit läuft mir davon, könnte man sagen. Und von daher will das bedacht sein, was man tut. Es heißt der Memento Mori. Also was tue ich? Ich tue nicht etwas für ein Dekorationszweck. Ich bin ich. Ich lebe und zu meinem Leben gehört halt auch, dass ich lerne, mich lernend mit den Gegebenheiten auseinandersetze. Und diese Gegebenheiten sind eben momentan in meinem Fall YouTube. Meine Entwicklung auf diesem Kanal. Und darüber berichte ich hier und auch heute. Also heute habe ich ja, heute Morgen,
Das ein regelrechtes Monster-Video von 2 Stunden und 11 Minuten auf den Rechner gepackt, vom Tablet auf den Rechner, und habe das jetzt hochgeladen. Und dieses Monster-Video wird in einer Stunde, also so um 3:45 hochgeladen sein. Ich weiß nicht, ob jemand sich sowas anschaut. Aber es ist ein Experiment für mich. Gestern habe ich eine Stunde und 6 Minuten, das war schon dein Rekord. Und heute kamen 2 Stunden. Das ist nochmal eine Verdopplung. Ich sag mal, viel mehr wird nicht möglich sein. Ich weiß ja nicht, welche Länge YouTube annimmt noch, wo dann die Begrenzung ist. Ja, dann werde ich heute noch bei den anderen Filmen noch kommen. Wieder mit den Filtern experimentieren, wie gestern auch schon. Es stehen noch ein paar Filter aus und ein paar andere wollen noch beschrieben werden. Also vielleicht auch visuelle Effekte beschreiben und einbringen. Und ja, 2 Tablet-Videos habe ich schon gemacht heute. Ein Chronometer-Auswertung. Ja, nein, kein Chronometer. Schon durcheinander. Was habe ich denn gemacht? Ich mache so viele Videos, also da verliere ich selber den Überblick. Weil man schaut sich die Videos von gestern an, von vorgestern, von heute und so weiter, und das teilweise auch mehrmals, dass man da ganz durcheinander kommt. Also ich habe heute eine Englisch Lektion aufgenommen, also 2 Einheiten. Und ich glaube die Chronometer auch. Den Verzehr auf dem Chronometer. Und dann habe ich den Einkauf nochmal aufgenommen. Ja, Bewegung ist gemacht worden. Heute, ja, so knapp 10.000 Schritte, eingekauft auch. Ich warte noch auf das Paket, aber das will nicht kommen. Wahrscheinlich erst Donnerstag, Freitag. Wahrscheinlich hat er keine Ware und wartet erstmal auf den Großhändler, muss das von dem erstmal besorgen und dann portionieren und dann mich abschicken. Naja, es wird schon da sein, es wird schon kommen. Ob es jetzt morgen kommt oder übermorgen, spielt doch keine Rolle. Ich denke vielleicht über andere Filme nach, über Filme mit symbolischen Handlungen, wie ein Mann atmet, ein Mann schöpft Wasser, ein Mann wäscht, so, und so Handlungen, die sich auch ritual wiederholen.
ohne viele Worte, ohne viele. Tamtam und ohne viel Tara, einfach nur ruhige, symbolische Handlung, ohne was zu sagen. Entweder der Zuschauer versteht es oder er versteht es nicht. Früher konnten die Leute noch lernen, dadurch, dass sie zuschauten. Heute können die es nicht mehr. Wenn man ihnen etwas zeigt, dann glotzen die einen an und ja, und nichts war. Und beschweren sich anschließend darüber, dass dann nichts passiert. Sie verstehen es dann nicht. Zum Beispiel ein Mann sitzt vor dem Tablet jeden Tag mehrere Stunden. Dann sitzt er mehrere Stunden vor dem Fernseher und noch ein paar Stunden vom Computer. Ja, wir haben jetzt gleich 15 Uhr. Ich sag mal Tschüss und das war's.